So, herzlich willkommen zurück zu Code Vein in einer neuen Folge. Wir jagen immer noch hinter Silver her, der kurz davor ist, dem Wahn zu verfallen. Und wenn er das tut, würde sich der rote Nebel auflösen und eine Armada an extrem starken Verlorenen würde über uns hereinbrechen. Das müssen wir dringend verhindern. Und deswegen haben wir uns hier letzte Folge ein bisschen durch dieses Kampfgebiet durchgearbeitet und haben uns diese Abkürzung zur Mistel eröffnet. Und diese Folge werden wir versuchen, weiter vorzugehen. Wir haben auch schon ein bisschen um die Ecke gepiekt und herausgefunden, dass hier ein Affe auf uns wartet. Er hat ziemlich kassiert. Wir haben auch herausgefunden, dass hier diese Frau auf uns wartet, die genauso kassiert. Look at that. Und die droppen Königinnen Wolfram, was ich sehr geil finde. Do you suppose that's a radar? Was? Radar? Wo? Ach, das da. Ja, wahrscheinlich. We can certainly use this. Für was? Was schwebt dir vor, für was wir Eiweißpulver brauchen? Sehr gut gemacht, Io. Okay. Ich habe nicht gesehen, dass hier eine Kante ist. Ungut. Okay, wir müssen einen Weg wieder da hochfinden. Please watch your step. Ich watche meine Steps. Ich würde aber ganz gerne Was macht er? Sterben. Das macht er. Wie viele von denen es hier gibt. Erstaunlich. So, da hinten. Ja, wir sollten hier echt aufpassen. Hinten sind richtig. Sag mal, wie viele von diesen Dingern gibt es hier? Ich springe mal von oben runter. So wie der da. Den mache ich ganz gerne mit Talenten platt. Nothing gets past you, huh? Natürlich nicht. Hallo. Mister fettes Schwerttyp. Ich hatte es befürchtet. Ich warte erstmal, bis der hier bei mir ist. So. Okay. We found something valuable today. Nee, eigentlich will ich die Mistel haben. Wie viele Affen es hier gibt. Die Plattform. Das scheint ja richtig nett zu sein, da zu fighten. Warum habe ich das hier nicht mitgenommen? Weil es nur ein Verlustkristall ist. Ah ja, alles klar. Ich befürchte, es ist echt nicht cool gewesen, dass ich hier runtergefallen bin. So, du, komm mal her. Aua. Was zur Hölle? Mach die. Das war kein normaler Gegner. Ich dachte, die rennt hierher, nicht, dass sie völlig ausrastet. So, jetzt haben wir hier
zwei von den Schusstypen. Einer für mich, einer für Io. Jeder kriegt was ab. Did you find something good? Blockschub. Ja, wo lang jetzt? Hier hoch würde ich erstmal sagen. Aha. Ehrlich gesagt, seit dem Erlebnis gerade eben habe ich ein bisschen Angst vor denen. Warum habt ihr Halskrausen an? Warum gammelt Silver in einem Gebiet rum, das so verdammt überflutet ist mit Gegnern? Plasmapatrone. Naja, das letzte Haus von dieser Art, in dem wir waren, war eine gigantische Falle. Sehe diesmal aber nichts. Reines Blut. Ist auch schön. Diese Atemgeräusche überall. Darth Vader muss echt mal aufhören zu rauchen. Hat keine Zeit, mich zu heilen. Aua. Warum war das gerade kein Backstab? Ich hätte mich nicht heilen müssen. Ich will nicht da hinten kämpfen. Komm her. So, das war aber der Backstep. Ich weiß nicht, warum das andere gerade keiner war. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich es schaffe, sie in ihrer Animation ordentlich zu lynchen. Long story short, war ich nicht. Aber mein Schleichangriff hat auch schon nicht funktioniert. Ach Gott, der Mensch. Was hat Io da gerade getan? Ich habe echt Angst, hier gegen die zu kämpfen. Und was auch immer Io da gerade veranstaltet hat, das war cool. Ja, da haben wir einen Schildtypen. Sie können wir nicht von hinten überraschen, aber ihn wahrscheinlich. Yeah. Bitte lass das funktionieren. Sehr schön. Jetzt würde ich gerne mal bei denen wieder einen Schleichstep schaffen. Das wäre äußerst nice. Natürlich nicht. So, stirb. Warum ist... Ach, wenn ich konzentriert bin, bekommt meine Waffe Feuer. Stimmt, da war ja was. So, ich glaube, wir kommen jetzt dahin zurück, wo wir eben waren. Ehrlich gesagt. Wir räumen natürlich trotzdem alle Kisten aus dem Weg. Das war ein sehr äußerst unschönes Erlebnis. Ja. So, ich glaube aber, dass wir jetzt... Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Mir macht's ein bisschen... Ich find's ein bisschen komisch, dass wir das Gebiet hier mit der Mistel... Ja, down waren wir schon. War nicht schön. Hier oben aber auch nicht. Also... Ich bin mit meiner Waffenwahl übrigens immer noch sehr zufrieden.
jederzeit zwischen Nah- und Fernkampf wechseln zu können, ist schon ein Riesenbonus. Das hier war einfach nur ein einziges riesiges, eine einzige riesige Falle. Vielleicht war es sogar besser, dass wir unten lang gegangen sind, ehrlich gesagt. Ich sehe aber gerade keinen anderen Weg, außer hier entlang. Du läufst gleich in unsere Richtung, oder? That white lost radiant strength. Das war's auch immer. Ich muss sagen, die Backsteps in dem Spiel sind nicht sehr schön. Das ist allerdings gut. Ah, damit haben wir auch den Weg außen freigelegt. Hier liegt noch irgendwas. Verlustkristall. Danke. So. 83% und fehlt auf jeden Fall noch eine Mistel. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon. Ja, den Typen erinnere ich mich. Dann haben wir letzte Folge mit ein paar Projektilen zugeballert. Konnten ihn aber nicht töten. Aber das hier macht eh mehr Schaden als ein Projektil. Man tötet ihn aber scheinbar nicht. Bam. Explosion. Jo, wir gehen. Den müssen wir uns gar nicht erst abgeben. Ich habe übrigens mich nicht geheilt, weil, ehrlich gesagt, ich hätte das machen können eigentlich. Oh. Sowas bekommt man doch nicht einfach geschenkt. Oder doch? Ah. Ha. Ha. Ich frag mich echt, ob das ein Boss ist. Bestimmt nicht, oder? Nee, das wird doch kein Boss sein. So, das erklärt, warum wir da eine Mistel bekommen haben. Ich würde sagen, dann setze ich mich hier doch nochmal dran. So. Preisfrage. Kriegt der Typ es mit, wenn ich hinter ihm herlaufe? Nö. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben einen ultra einfachen Weg zum Boss. Das bedeutet, der Boss wird wahrscheinlich relativ stark sein. Ich versuche es trotzdem mit den Feuertalenten mal. Also, gegen den Nicht-Boss, sondern gegen diesen komplett leeren Raum, an dem absolut nichts komisch ist und der bestimmt völlig easy wird. Ritter der Königin. Hat der mich gerade pariert? Du Sau. Aua. Zustechen kann er außerdem auch. Ich bin doch gedasht. Ich habe einen Dash gedrückt. Okay, das war ein sehr kurzer Auftritt. Der Typ kann parieren. Das gefällt mir nicht. Ja, danke. Königin schlechter, bitte. Danke. Volle Kanne Gift. Schön. We may need to adopt a new strategy. Neue Strategie habe ich gerade eben ausgewählt, Io. Sie beinhaltet sehr viel Gift. Eigentlich beinhaltet sie nur Gift. Eigentlich ist die ganze Strategie einfach nur Gift. Ich meine, ich habe den Giftschuss, um schnell nochmal einen Proc drauf zu kriegen. Die Giftwaffe, um schnell nochmal einen Proc drauf zu kriegen. Die Giftklinge, um nicht schnell nochmal einen Proc drauf zu kriegen, sondern um langsam zu vergiften. Und den schnellen Schlag, um mit der Giftklinge schnell noch einen Proc drauf zu kriegen. Ja. Äh,
Lass uns unser Zeug holen. Der Typ ist echt schnell. Boah. Okay, er ist vergiftet. Gift macht so Medium Schaden. Alter. Alter. Dem konnte ich gar nicht ausweichen. Was hat er gerade gemacht? Ich bin gedasht, aber es war nicht genug. Aua. Hör auf, mir weh zu tun. Kam der Angriff? Okay. Ich hätte gerne wieder meine Giftklinge. Kurzer Leg-Spike, Leg-Spike, Leg-Spike. Ich bin nicht verantwortlich für das, was passiert. Aua. Fuck, ich hätte ihn nur noch einmal treffen müssen für Gift. Aua. Es reicht nicht. Verdammt! Fuck! Komm hier in die Giftfalle. Nein! Alter, ich weiß nicht, wo er hin ist. Wo ist er? Fucking hell. Ich kann Neo nicht wiederbeleben. Nein, ich werde sterben und dabei hatten wir ihn fast. Ah, ich hätte nur das Gift durchkriegen müssen und wir hätten es geschafft gehabt. Fuck. Der Kampf war so close. Dammit. Der war so ein Mühe davor, vergiftet zu sein. Und das Gift hätte ihn dann gekillt. Good morning. Fuck. Ah, das ärgert mich. Ich habe alles versucht. Ich habe sogar mein Ikor-Konzentrat mal sinnvoll eingesetzt. Ah, hätte er mir das Leck nicht zugefügt, hätte ich es geschafft, ihn zu vergiften. Wäre er in die Giftfalle gekommen, hätte ich es geschafft, ihn zu besiegen. We will seek out and find our victory. Es ist alles maximal kacke gelaufen in dem Kampf gerade. So. Die Giftfalle ist voll Aua. Okay, das war... Misa hätte es nicht laufen können. Aber egal. LOL. Er ist doch in die andere Richtung gedasht. Wie hat er es geschafft, mich zu besiegen? Fuck. Okay, aber das war auch ein schlechter Ansatz. Das Problem ist, ich liege genau auf der anderen Seite von da, wo ich reingehe.
Okay, aber wir wissen, wie wir ihn besiegen können. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. So. Ja, mein Zeug liegt. Nein. Mein Zeug liegt mir viel zu weit weg. Aua. Ich konnte ihn nicht anvisieren, weil er gerade im Sprung war, als ich es versucht habe. Ja, das war klar. Naja, wenn der erste Schlag von ihm gratis ist. Ich wollte ihn genau in dem Moment anvisieren, als er in die Luft gesprungen ist. Deswegen konnte ich ihn nicht anvisieren und auch nicht zielgerichtet ausweichen. Ich habe versucht, jetzt gerade am Ende mein Zeug nochmal ein bisschen näher zu platzieren. Weil ohne das Zeug, es sind 1,4 Millionen Dunst. Na, es liegt ein bisschen besser. Ja, danke für den Support, den haben wir dringend nötig, Io. Alter. Nein. Lauf doch nicht weg vor mir, du Penner. Okay, Gift ist drauf. Okay, ich nutze die Zeit, die er braucht, um sich zu buffen. So. Jo, geh weg von ihm. Ich will nicht das Gestenmenü öffnen. Aber danke der Nachfrage. Okay. Was? Warum? Aua. Okay. Ich weiß, Schwächung hinzugefügt, leck. Aber wenn wir es schaffen, jetzt einfach noch ein bisschen zu überleben, sollte das Gift den Rest erledigen. Einfach abwarten. Abwarten und nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben, nicht... Ja, okay. Gift, 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 Gift. Oh, ich liebe mein Gift. Oh, das war schön. Wait a moment. That lost left a vestige behind. There is something somehow familiar about it. I would like to know what memories it contains. Would you show them to me? Nee. Wir gehen jetzt weiter. Na, da bin ich mal gespannt. War der Boss, den wir gerade besiegt haben, vielleicht eine Hüterin? Obwohl es ziemlich nach einem Typen aussah, ehrlich gesagt. I know that there is a monster growing inside of me. I know. But am I strong enough to beat it? I won't run.
I have to keep fighting. Das war die Königin, bevor sie wahnsinnig wurde. Glaube ich. Die tut mir echt leid. Sie sollte. Warum hat man ihr so viel zugemutet, der Cruz? Ich habe keine Facecam, aber ich sitze hier gerade mit ziemlich offenem Mund. Ist Io Cruz? Ich dachte, sie wäre die Königin geworden. Oder... Was? Hä? Die Stimmen von Cruz und Io scheinen auch dieselben zu sein. Das kann doch nicht ein und dieselbe Person sein. Wenn sie dem Wahn verfallen ist. Luis hätte Io doch erkannt, allein an der Stimme. Ich verstehe nicht. Und Io sagt, sie wäre doch die Hüterinnen wurden doch erschaffen. Wurde Io nach... Even now, Cruz still struggles with all her might as the queen, locked in a war against herself, desperate to save revenants from their thirst. I wish to lend you my support, to help be your strength. I do not want you to suffer alone, and so I would continue to attend to you, as I have attended to you in the past. After all, that is the duty with which I have been entrusted. Wer bist du? Ishtar, Codebesitzer Cruz Silver. Biete Talent für Angriff, Verteidigung. Und auch solche, die ein Selbstopfer beinhalten. Du hast einen neuen Blutcode erhalten, Ishtar. Also Cruz ist nicht Io, aber Cruz hat... Cruz ist die Königin, das hatte ich richtig. Ich war gerade ein wenig verwirrt, aber... Wie hat Cruz Io beauftragt? Io sagt ja, sie und alle anderen Hüterinnen, die sehen ja auch alle genau gleich aus, wären erschaffen worden, was wir auch noch nicht ganz verstanden haben, wie kann man eine Hüterin erschaffen, wie wurden sie erschaffen? Meint sie damit ihre Verwandlung zum Wiedergänger? Aber warum sehen sie dann alle gleich aus? Ich habe eher das Gefühl, dass sie komplett physisch erschaffen wurden. Oh, mein armes Hirn.
Wer ist Io? Please don't do anything you might regret. Bitte Talente, la bla la 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 la. Lächeln der Göttin regeneriert LP, wenn du in einen fokussierten Zustand übergehst. Erhöht die Wirkung von Lichttalenten, während du fokussiert bist. Erhöht Verstand. Errettung. Erleidet ein Verbündeter tödlichen Schaden, fallen seine LP auf 1. Du nimmst den restlichen Schaden. Boah, Alter. Das ist Support. Vor allem der restliche Schaden kann für dich tödlich sein und du erleidest ihn trotzdem. Ich... Ach, das... Ich verstehe das mit den Hüterinnen nicht. Ich meine, ich verstehe, dass Io... Aber vor allem, wenn Kuz hat Io damit beauftragt... Also Kuz wollte... Also Kuz Silver ist wahrscheinlich die Tochter von... Wie heißt der Silver, dem wir folgen, eigentlich mit Vornamen? Ist ein bisschen verwirrend, wenn ich von Silver und von Kuz Silver rede, aber egal. Kuz ist wahrscheinlich die Tochter von Silver, sagen wir jetzt so. Silver ist der alte Typ und Kuz ist die Tochter oder irgendwie so. Und Louis stand ihr ziemlich nah und sie war Projekt Königin und sollte die Verlorenen abhalten. Aber es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Sie wurde wahnsinnig ausgerastet und dann musste sie getötet werden. Weil sie den Kampf verloren hat. Aber zum einen, Kuz, sie war ja nicht die erste Wiedergängerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, was haben sie mit ihr gemacht, dass die Wiedergängerverwandlung von ihr nicht geklappt hat? Irgendwie, das war keine normale Wiedergängerverwandlung bei Kuz. Ja, aber... Wer bist du? Eos Überrest C fehlt uns noch. Brücke zu Ruhm. Eos Überrest C hätten wir dann schon gefunden haben müssen, ne? Ha. E und F fehlen uns noch. Wir hören uns jetzt trotzdem D an, würde ich sagen. Oder nee, wisst ihr was? Ich werde... Überrest C müsste ja eigentlich dann in dem Gebiet sein, in dem wir eben waren. Ich denke, ich werde mich dann offscreen mal ein bisschen da nochmal genauer umgucken. Gucken, ob ich Überrest C finde, bevor wir uns D angucken. Außerdem werde ich offscreen nochmal ein bisschen alte Gebiete abreißen. Einmal gucken, ob wir neue Aufgaben haben. Bevor wir weitergehen. Ich will wissen, was genau mit Io ist und mit den ganzen anderen Hüterinnen. Kommen sie her? Was machen sie? Wo gehen sie hin? Und Kuz, die Königin, ist ja tot und wurde in diese Königin Relikte zerlegt, aber ist Io vielleicht auch eine Nachfolgerin und wir wissen es nicht? Uns fehlt definitiv noch ein Teil des Puzzles. Ah, aber ich würde sagen, für diese Folge reicht das mit den Hintergründen. Zur nächsten Folge werde ich gucken, dass ich den anderen Eos-Überrest finde. Ich gucke mich nochmal in dem Gebiet von den letzten zwei Folgen um. Eigentlich haben wir aber alles da untersucht. Ich weiß nicht, wo wir da noch etwas finden können, aber ich guck mal. Und wenn ich was finde, hole ich euch dazu und ich reise auch nochmal durch die Gegend, gucke, ob wir neue Quests haben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.